So, heute mal wieder Movie von mir, heute mal ein anderes. Und zwar sitzen wir vorm Haus. Und wir machen sowas wie Barbecue. Die Thailand kennen, werden das kennen, Barbecue. Das wäre so wie bei uns Bratwurst essen. Hier ist es halt so, man macht so einen heißen Topf, dann so eine Schüssel drüber und dann legt man Fleisch drauf und isst es. In Thailand so, das ist für Gemütlichkeit, man sitzt da 5-6 Stunden da und isst halt. Hier in Pattaya kostet das Barbecue, ich glaube für eine Person 300 Baht, das wären 8 Euro. Im Inland kriegt man natürlich für 200 Baht, das wären 7 Euro. Aber für 4 bis 5 Mann. Und dann ruft man an, dann kommen die mit dem Moped vorbei, stellen das hin und dann, wenn man fertig ist, nachts stellt man es raus, unabgewaschen, und dann kommen die nächsten Narren holen es. Aber da werden wir natürlich noch ein paar Videos machen, wenn ich im Isan sitze. Ansonsten kurze Erklärung. Ja, ihr seht ja, Otto ist auch da. Die kümmern sich, es ist so, Lola sieht daher auch, das ist eine Angestellte von mir, die wie eine Managerin. Sie hat mal bei mir gearbeitet, war eine sehr gute Arbeiterin, hat allerdings dann einen deutschen Freund gehabt. Was jetzt gerade ist, weiß ich nicht. Ich habe nur gefragt, wie es Film kommt, ob es Probleme gibt. Da hat sie gesagt, nee, alles in Ordnung. Dann haben wir hier noch Otto wieder. Otto will eben immer zu mir. Warte, wir machen mal kurz Hallo. Hallo! Also Otto geht es ihm sehr, sehr gut, weil der kann jetzt schon alleine laufen, man sieht es ja, ne? Und ja, ansonsten, sie hat auch mal bei mir gearbeitet, hat dann an der Nachbarbar gearbeitet, da gab es auch Probleme, seitdem arbeitet sie nicht mehr, hat einen dänischen Freund, glaube ich, also da kann ich euch noch eine Geschichte dazu erzählen. Also sie hat einen norwegischen Freund und einen dänischen Freund. So, jetzt war es so, dass sie mit dem norwegischen Freund hier wohnt und der dänische Freund kam immer, aber der hat mehr bezahlt und da ist immer mit denen weg. So, jetzt war es aber so, jetzt waren die alle eifersüchtig. Jetzt war sie betroffen, weil die natürlich, also der Norweger hat in der Bar gewartet, der Däne hat in der Bar gewartet, auf sie. Und sie saß in der dritten Bar und hat sich dann zugerohrt. Zum Schluss wollte ich nach Hause gehen, da kam sie zu mir, die Schwiegermutter, warte, ich sage nur mal schnell Hallo, hallo, bye bye. Bye bye. Ihr wisst ja, das ist meine Allerliebste, die kocht für mich, wäscht für mich, macht für mich und tut für mich, das ist Wahnsinn. Also nochmal zu dem Thema, dann stand ich draußen, hab die Bar abgeschlossen, wollte nach Hause. Dann stand sie vor mir, der Norweger links, der Däne rechts und sie sagt zu mir, wen soll ich nehmen? Sag mir das jetzt. Ich kann doch jetzt nicht sagen, nimm den oder nimm den, das musst du doch letzten Endes wissen. Nein, das musst du mir jetzt sagen. Ja, ich komm gleich, Otto. Ich dreh nur noch schnell ab hier. Ich erzähl nur schnell die Geschichte. Tut dir nicht weh. Ja, wie alle Kinder wieder mal. Na. Da kümmern, du tust ja weh nachher. Auf jeden Fall, das hat eine halbe oder eine Stunde gedauert. Ich musste dann flüchten. Ich musste mit Ausreden weg, weil ich kann doch nicht sagen, nimm den oder den. Dann sind sie alle zwei sauer. Das waren ja alle zwei Stammgäste von mir. Ja. Ich weiß nicht, was zum Schluss rausgekommen ist. Die Details sind aber halt so. Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen da sitzen. Die Schwiegermutter wird auch noch rauskommen, da werde ich ein, zwei Damm trinken. Ich muss ja dann wieder arbeiten. Ich werde natürlich nicht so viel trinken. Und du musst immer an dem Ding rummehren. Aber das ist wie bei mir, wie bei Kindern. Dann wird er sich wahrscheinlich die Finger klemmen. Naja. So, in dem Sinn, das soll es erstmal gewesen sein. Ich weiß nicht, wann ich es reinsetze, werden wir sehen. Deswegen sage ich schon mal, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Die Glocke nicht betätigen, wenn ihr mal wissen wollt, wenn ich online gehe. Ansonsten Daumen hoch, Daumen runter, ich weiß es nicht. Ich bin froher Zukunft, alles okay. Ist jetzt eigentlich so warm, die Sonne ist gerade weg, wir haben es 4:45.
Also sagen wir mal so, 4:45 für die ostdeutschen Bürger und 5:45 für die westdeutschen Bürger. Hey, na Otto, du machst es doch kaputt. Boah, er rammelt da rum, ey. Ja, wie ich alles kaputt mache. Ja, ich, Papa kümmert sich gleich um dich. Ja, in diesem Sinne, peace for all people have eating of the world. Bleibt mir treu, bleibt gesund und munter. Und werdet alle glücklich. Jetzt haben sie mich noch verarscht. Haben sie gesagt, damn, dabei war es dein Whisky. Oh, sie lachen alle, haben sich gefreut. Ich mache ja jeden Spaß mit. So, nur kurzer Nachtrag gewesen sein. Also ein bisschen, ich mag keinen so groben Alkohol. Ich trinke lieber Süßes. So, in dem Sinne, bye bye und tschüssi.